Hi, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Das Thema unserer heutigen Folge in einem neuen Dance Talk mit Nadine Kempel, meiner wunderbaren Tanzkollegin, aber auch fantastischen Tänzerin, Tanzpädagogin, erfahrenen Coachin, Jurorin und sehr engagierten zweiten Vorsitzenden im Berufsverband für Tanzpädagogik. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Elternzusammenarbeit. Doch bevor es so richtig losgeht, möchte ich mich bei dir ganz persönlich ganz, ganz, ganz doll bedanken. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank, dass du Woche für Woche, Folge für Folge einschaltest und natürlich hilfst, den Tanzpodcast noch bekannter zu machen. Wir haben immer mehr Zuhörer und ich freue mich, wenn wir noch viel, viel, viel mehr werden und diesen Podcast einfach gemeinsam gestalten. Es würde mich wahnsinnig glücklich machen, wenn du die ein oder andere Folge kommentierst, bewertest bei iTunes. Das hilft, dass das Thema Tanzen auch in der Podcast-Welt ankommt. Und ja, wir am Ende tatsächlich immer mehr Zuhörer erreichen, um das Thema Tanzen noch stärker zu bewegen. Du weißt, wir sind mit diesem Podcast echt ein Nischen-Podcast. Das heißt, Tanzende, die dann auch noch Podcasts hören, das sind noch nicht so viele. Doch ich weiß, dass wir gemeinsam noch mehr Tanzende erreichen. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese Plattform haben, weil wir einfach in unserer eigenen Tanzwelt sind. Und ich weiß, dass wir mit diesem Tanzpodcast, der eine Netzwerkplattform sein kann, voneinander viel, viel mehr erreichen und auch lernen. Und das ist mir ganz, ganz sehr wichtig. Doch jetzt möchte ich dich auf jeden Fall nicht länger auf die Folter spannen und dich direkt zu unserem Dance Talk einladen. Eine Kleinigkeit noch, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, das habe ich jetzt gemerkt in den vielen Gesprächen, die ich mit Nadine haben durfte, in unseren Folgen, die wir für dich aufgezeichnet haben. Es ist unfassbar wertvoll, einen Kollegen, eine Kollegin zu haben, mit der du dich austauschen kannst. Es ist unabdingbar, glaube ich mittlerweile, dass wir uns regelmäßig austauschen und nicht in unserer eigenen Unterrichtswelt bleiben. Dass wir Methoden austauschen, dass wir Ansichten austauschen und dass du natürlich diese Ansichten auch weitergibst an jemanden, der noch nicht so weit ist, der anfängt. Ich mache das total gerne und merke gerade mit meiner lieben, lieben Jenny, die bei mir die Ausbildung zur Tanzpädagogin in der Tanzschule macht, dass das für sie wichtig ist, weiter voranzukommen und für die Tanzschule auch. Es ist immer ein Gewinn. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du dir immer jemanden suchst, der ein Stückchen weiter ist, der ein Mentor für dich sein kann oder eine Mentorin, von der du nach wie vor lernst. Und heute möchten wir dich inspirieren, möchten wir dir ein paar Gedanken mitgeben. Einfach, weil wir denken, dass es wichtig ist, dass das eben Tanzlehrer zusammen machen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Durchhören unserer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast und einer weiteren Folge Dance Talk mit Nadine, die ich ganz, ganz, ganz herzlich begrüße. Erstmal hallo! Ja, genau! Genau. Schön, erstmal dass wieder hallo alle Zuhörer! Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Heidemarie, denn wir haben jetzt 1000 Downloads im Monat. Ist das nicht fantastisch? Ja, Hammer! Und wir waren, Tanz, Tanzspiegel und haben einen riesigen Artikel gekriegt, was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gelesen habt, tut das, erzählt es weiter, denn wir wachsen jetzt richtig, richtig schön. Genau, das finde ich auch sehr erwähnenswert und nicht außer Acht zu lassen, dass es ganz, ganz viele Zuhörer inzwischen gibt. Du hast recht, ich habe eigentlich immer viel, viel mehr geschafft, als ich dann irgendwie erzähle. Aber dafür hast du mich ja an deiner Seite. Danke. Machen wir heute eine Folge zu einem heikleren Thema.
für Tanzpädagogen und Tanzlehrer, nämlich die Zusammenarbeit mit Eltern. Ja, Eltern. Eltern ist ein sehr wichtiges Thema, denn wir brauchen euch Eltern immer ganz, ganz dringend. Und ja, manche Eltern haben sich, was das betrifft, heute teilweise leider mehr zurückgezogen, muss ich sagen. Ich selber kenne das aus meiner Tanzkindheit, dass Eltern zu Hause noch Kostüme gemacht haben, Kinder gefahren haben, eingesammelt haben, sich organisiert haben. Das ist heute immer schwieriger ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich muss auch sagen, dass ich als Tanzpädagogin immer mal wieder darauf hinweise und auch die also Aufgaben auch einfach mal abgebe und sage, hey, liebe Eltern, überlegt euch doch mal dazu was. Weil heutzutage hat man das Gefühl, als Lehrer finde ich irgendwie für alles verantwortlich zu sein. Von Musik, Choreografie, Outfit und so weiter und so fort. Wird einem ja immer, immer mehr übertragen. Und das ist dann manchmal so, dass die Leute dann sogar noch erwarten, sage ich jetzt mal, wenn dann das Kind auch noch aufs Klo muss, dass der Lehrer dafür zuständig ist, dass das Kind da jetzt auch noch hingebracht wird, unabhängig davon, dass da noch 20 andere im Raum sind, die deine Aufmerksamkeit auch brauchen und deine eigentliche Aufgabe es ist, die Gruppe zu lehren. Und das finde ich heutzutage ist deswegen ein sehr schwieriges Thema, weil die Eltern ziehen sich viel raus und überlassen uns da sehr viel, was uns die Arbeit erschwert, weil man dann nicht mehr konzentriert nur auf, also konzentriert auf das Produkt, um was es ja letztendlich geht, konzentrieren kann, weil zu viele Faktoren immer noch wieder mit reinspielen. Ich denke, was du und ich, was wir uns eigentlich wünschen, ist, dass man einfach eine gute Grundsituation hat, wenn das Kind zum Training kommt, dass man das nicht erst daran erinnern muss, bitte zieh dich um, bitte zieh deine Schuhe aus, bitte wasch deine Hände, bitte wasch dein Gesicht, bevor es in deinen Unterricht reinkommt. Es wäre großartig, wenn manche Eltern diesen Teil mal wieder übernehmen würden, darauf achten würden, dass das Kind einfach zur pünktlichen Uhrzeit da ist und seinen Unterricht machen kann und wir nicht vorher noch tausend andere Sachen machen müssen. Ich kenne das aus dem Ballettunterricht, wenn dann 5 Kinder ankommen, kannst du mir bitte die Haare machen? Ja, ich mache euch gern die Haare, aber eigentlich sollte deine Mama das vorher machen. Ja, aber ich möchte nicht, dass meine Mama das macht. Das ist natürlich ein anderes Problem. Da muss man als Lehrer, als Elternteil schon vorher dem Kind auch erklären, es ist nicht die Aufgabe deiner Lehrerin, dir die Haare zu machen. Mama macht das. Wir wollen tanzen und nicht jetzt noch 15 Minuten lang Kinder frisieren. Ne? Das ist so ein Punkt. Was ja, es ist natürlich ein Teil natürlich auch niedlich, weil wir lieben unsere Arbeit und wir finden es super süß, wenn die Kinder uns alle großartig und toll finden. Und das ist natürlich auch schön, aber es hält einfach auf und es nimmt von der Zeit viel zu viel Zeit weg. Und das ist nur ein Beispiel. Heidemarie, du hast sicherlich auch ähnliche Erfahrungen. Ich habe auch ein paar solche Erfahrungen. Wichtig ist mir zu sagen, und ich habe tatsächlich in der letzten Zeit wieder ein paar Gespräche mit Kollegen gehabt, auch in Bezug auf die Fortbildung oder Anfragen von der Fortbildung, die ich jetzt wieder anbiete, dass erstmal negativ über die Eltern erzählt wird, dass sie dies und das und jenes macht. Ich kann von mir aus sagen, ich mag meine ganzen Eltern, die zu mir kommen. Und ich habe mit denen einen guten Draht. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich mit meiner Tanzschule, die schon spezieller ausgerichtet ist, weil wir familiäre Tanzkurse haben, ich zu jedem einzelnen Eltern auch persönlichen Kontakt habe und fast alle auch mit Vornamen kenne, was sehr hilfreich ist. Das heißt, ich kenne auch das Elternteil oder die Eltern zu dem Kind und kann vorher auch sagen, hier ein Zopfgummi, weil ich guten Service in der Tanzschule habe, gibt es immer Zopfgummis. Ich habe hier so bei Rossmann, keine Ahnung, mal so kleine Täschchen Zopfgummis, das hat 3 € gekostet, habe ich jetzt auf Vorrat Zopfgummis. Das heißt, guck mal, deine Mama kann dann nochmal eben fix die Tanzmusik machen. Das verteile ich dann immer ganz schnell. Das heißt, es soll, also ich erziehe dahingehend nicht, dass jetzt jeder sein Zopfgummi mit dabei hat, sondern mir ist immer wichtig, dass der Zopf dann gemacht ist. Deswegen verteile ich auch gerne mal ein Zopfgummi, weil das für mich keine schlimme Investition ist. Ich kann jetzt nicht jedem ein paar Tanzschläppchen geben, aber das mache ich zum Beispiel. Und das hilft zum Beispiel, aber Eltern sind für mich ganz, ganz wichtig, weil von ihnen hängt ja auch ab, dass sie mich sympathisch genug finden und sich in der Tanzschule zurechtfinden, um ihre Kinder regelmäßig zu bringen.
Natürlich hängt es von den Kindern auch ab, dass die sich wohlfühlen, dass sie kommen wollen. Aber es ist, glaube ich, wenigstens ein Drittel der Eltern, auch die ihr Kind bringen. Das heißt, für mich sind Eltern sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Die sollen sich genauso wohlfühlen. Jede Tanzschule hat eine andere Situation, wie der Raum gestaltet ist, ob es einen Vorraum gibt dazu oder nicht oder ob die Klos gleich dran sind oder nicht. Das heißt, da muss man tatsächlich sehr, sehr individuell gucken, was für eine Situation hat der Tanzlehrer und wodurch entstehen denn vielleicht die Probleme durch so etwas vor Ort. Also ne, es gibt so viele Sachen, über die sich aufgeregt wird, wo ich sage, aha, okay, das entsteht also, weil deine Situation so und so ist. Und das hat vielleicht erst im zweiten Schritt etwas zu tun, weil du mit den Eltern gerade nicht so gut arbeiten kannst oder zurechtkommst. Das ist so das eine, warum man ein Problem haben könnte, den Unterricht nicht pünktlich zu beginnen oder dass da Störungen gibt. Wir reden ja hauptsächlich jetzt auch über Störungen, sage ich mal, durch die Tatsache, dass die Kinder nicht alleine kommen. Mit unseren Teens-Kursen ist es anders. Da kannst du ihm sagen, so, Greta, komm bitte pünktlich und du hast halt nicht noch Gefolge, sage ich mal, dran. Und dann gibt es natürlich Anforderungen von uns Eltern, wo wir sagen, wir können die nicht unbedingt meistern oder es ist schwerer, da die Kommunikation zu finden. Und ich kann immer nur sagen, egal ob die Eltern zu mir sagen, ah, wir möchten aber auch, dass die Freundin beide in 4 und 5 tanzen, obwohl die eine Freundin eben schon 8 ist und die andere 5 und deswegen geht das nicht. Also ich sag mal, einen sehr, sehr großen Zeitraum, um es offensichtlich zu machen, da immer liebevoll mit den Eltern zu reden und zu sagen, ist auch sich zu trauen zu sagen, auch in dem Wissen zu riskieren, dass ich vielleicht im schlimmsten Fall beide als Kunden verliere, zu sagen, ich kann den Unterricht dann optimal machen, wenn die Altersgruppen tatsächlich so tanzen, wie ich das konzipiert habe. Mein Konzept beruht darauf aus und meine Erfahrung, ne, ich mache das jetzt ja schon über 10 Jahre, du noch länger, meiner Erfahrung nach funktioniert es dann am besten, wenn es wirklich so stattfindet. Und ich weiß, also auch immer darauf eingehend, ich weiß, dass ihr das gerne möchtet, weil das vielleicht auch für euch praktischer ist. Ihr müsst dann nur einmal fahren und so weiter. Aber ich kann euch sagen, es wird nicht lange gut funktionieren. Eines der beiden Kinder wird überfordert sein oder unterfordert sein. Und im Endeffekt hat keiner daran lange Freude. Deswegen möchte ich uns allen von vornherein das ersparen und mal zusammen drüber nachzudenken, ob es vielleicht auf die oder andere Weise möglich ist. Natürlich ist es auch übergriffig, wenn dann Eltern die beiden Kinder dir einfach so reinschieben. Aber es wird immer eine Möglichkeit geben, auch wenn du einmal vielleicht den Unterricht später anfangen musst oder hinterher das Gespräch suchst und der andere Kurs später starten kann. Es muss miteinander immer geredet werden. Immer. Also da ermutige ich euch immer, lasst dir nicht solche Sachen widerfahren von Übergriffigkeiten, die sicherlich auch Eltern manchmal machen, aber auch zu trauen, dich zu positionieren. Es ist ja auch in anderen Bereichen so. Du kannst ja auch nicht ein 12-jähriges Kind an einen Film ab 16 schicken, nur weil es praktisch ist, die beiden in die Stadt zu fahren. Ja, also da fallen Sachen ein. Das ist genau der Punkt. Und diese Diskussion habe ich auch schon öfter gehabt in verschiedenen Schulen. Und man fühlt es, man erklärt es immer wieder und es gibt auch immer wieder negative Reaktionen wie positive. Also das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Aber ja, man muss nun mal diese Diskussion halt immer wieder führen. Was ich eigentlich manchmal sogar noch schwieriger finde, ist halt, dass manche Eltern ihrem Kind nicht den Freiraum geben, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Mhm. Und indem sie nach der Stunde fragen, ja, du hast das und das Vokabular benutzt, wo kann ich das denn lernen, können wir das nochmal aufschreiben, können, dass sie das nochmal üben können? Ich sage, das ist gar nicht nötig, ein Kind lernt das super schnell. Innerhalb von Wochen weiß sie sowieso mehr als das Elternteil und wird denen das zu Hause schon erklären, wie das funktioniert. Da muss man nicht noch eine Extrastunde machen oder ein Material rausgeben, dass das eine Kind besonders nochmal üben kann. Also manchmal ist es so, dass der Anspruch von den Eltern, es gibt halt welche, denen ist es, da habe ich das Gefühl, da ist denen das egal. Das Kind wird abgeholt. Manchmal sehe ich die Eltern, auch 3 Jahre habe ich noch nie irgendwen kennengelernt, weil das Kind nur über der Tür rausgeschickt wird in den Unterricht und dann
kommt irgendwann von mir die Nachricht so, ja, wir haben Auftritt oder einen Wettkampf gewonnen, sag bitte deinen Eltern Bescheid, es ist wichtig, dass sie dabei sind. Und dann hast du Eltern vor dir stehen, die sagen, ich weiß gar nicht, was mein Kind eigentlich macht. Also für manche habe ich das Gefühl, ist man auch wie ein Babysitter, das ist mal ganz böse zu sagen. Mhm. Dass man das Kind ist weg, aus den Augen, aus dem Sinn, man kann seine eigenen Sachen machen. Ich weiß, das ist nicht, ist es auch nicht immer so, um Gottes Willen. Wir reden aber heute genau um die Dinge, die halt kritisch sind. Und das sind solche Fälle. Und es ist auch so, wenn, habe ich auch öfter bemerkt, zum Beispiel bei Kindern, die so Scheidungskinder sind, wo dann die Absprache zwischen den Eltern nicht gut ist und man das Kind wirklich vergisst und das dann noch 2 Stunden rumsitzt und weint, während man sich ja schon wieder um die nächsten Schüler kümmert, weil der Unterricht, der Tag geht weiter. Und sowas, das zerreißt einen manchmal, das macht einen einfach sehr, sehr traurig, wenn man das dann halt mitbekommt. Oder halt, ja, oder Auftritte anstehen und die Eltern sagen, ja, nee, wir haben an dem Tag irgendwie was anderes. Es wäre aber der erste Auftritt oder irgendwas Besonderes für das Kind. Das ist dann, ich meine, das hat schon alles Hand und Fuß. Wir gehen immer mit einer Planung in unseren Unterricht, um gewisse Lernziele zu erreichen, muss man auch bestimmte Dinge tun und ein Auftritt gehört halt auch schon mal dazu. Und es ist auch für die Gruppendynamik immer wichtig, dass möglichst alle Kinder dabei sind, weil das eine Kind, was es verpasst hat, wird nicht mehr so ein Teil der Gruppe sein. Es sei denn, die Gruppe ist schon sehr lange aktiv zusammen. Das ist was anderes. Ja. Aber gerade in den jungen Jahren ist sowas ultra wichtig. Und es ist auch wichtig, erstmal Mama und Papa zu gucken und dass die das mitbekommen, dass dem Kind, also dass den Eltern das auch was bedeutet, dass das Kind was erreicht hat. Und sei es noch so eine kleine Choreografie. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist halt, Eltern sind wichtig. Wichtig für uns, für die Kommunikation, wichtig für das Kind, für dass es sich wohlfühlt, geborgen fühlt und nicht irgendwie weinen muss, weil es nicht weiß, ob die Mama es abholt oder nicht. Das passiert öfter, als man denkt. Und für den Erwachsenen ist es nicht so dramatisch. Der sagt dann so, ach ja, beruhig dich, ich bin halt 5 Minuten später da. Ein Kind weiß noch nicht, was Zeit ist in dem Alter und kann das überhaupt noch nicht verstehen. Und manche verstehen auch gar nicht, wenn die Mama weggeht, wo geht sie denn überhaupt hin? Und warum ist sie nicht bei mir? Oder wenn sie zuguckt, warum guckt sie? Sie kommt in den Unterricht und will zugucken oder in einer Demonstration oder so und guckt aber die ganze Zeit auf ihr Handy. Ja. Und du siehst richtig, wie das Kind in der ersten Reihe sich so die Mühe gibt und immer wieder zur Mutter guckt und die Mutter sitzt und guckt auf ihr Telefon. Da könnte ich manchmal einfach ausrasten und würde am liebsten sagen, so die Mutter packen und sagen, hallo, warum bist du noch mal hier? Nicht um deine Stunde zu überbrücken, sondern weil dein Kind dich braucht. Ne, weil es auch sehen, zeigen möchte, was es gelernt hat. Also da finde ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Mutter unbedingt vorbeikommen muss und sich alles angucken muss. Nein, dafür gibt es ja halt diese Termine und diese Auftritte, dass die eingeplant sind. Aber wenn man aus organisatorischen Gründen sagt, ich bleib heute mal hier, weil es einfacher ist mit dem Fahren oder keine Ahnung was, dann gib bitte dem Kind auch die Aufmerksamkeit, weil das bedeutet einem Kind mehr, als man vielleicht selber denkt. Wenn die Mama dann da ist, dann geben die ihr Bestes und die wollen auch zeigen, was sie drauf haben. Und diese Telefongeschichte ist da echt, also fehl am Platz. Es gibt wirklich einige Situationen, wo wir gerne mittendrin was sagen würden. Das ist ja nicht, das mit dem Handy ist bei mir tatsächlich auch ab und zu mal, gerade in Probestunden. Wir haben aber auch noch so andere Sachen zusammengetragen und wir könnten wahrscheinlich mit euch einen 3-Stunden-Podcast draus machen, weil es einfach so viele Situationen gibt. Ich will nur mal ein paar anschneiden, aber trotzdem nicht drauf eingehen, damit du dich als Zuhörer natürlich oder Zuhörerin abgeholt fühlst und weißt, dass wir solche Situationen genau kennen. Vielleicht hat Nadine nicht alle erlebt, die ich erlebt habe und umgedreht, weil die räumliche Situation zum Beispiel auch andere Situationen macht oder nicht macht. Aber ich will dir gleich gerne noch den Ausweg mitgeben, den ich mache und dich auch ermutigen, wenn du noch mehr Rückenhalt brauchst, Unterstützung, sprich mich und Nadine immer gerne an. Wir machen Kollegencoaching, das ist gar kein Thema und helfen da sehr, sehr, sehr gerne weiter, wo wir ja auch wissen, dass es ein heikles Thema ist und es auch wenig Kollegen gibt, die mit dir darüber reden werden oder können, weil sie eben schon
verschiedene Erfahrungen gemacht haben oder auch ihre persönlichen Auswege schon gefunden haben. Das ist zum Beispiel, was wir noch in diese Situation besprochen hatten, wenn die Eltern kommen und bei der Probestunde sind, das ist ja noch die erste Variante, dass sie die ganze Zeit nicht das Kind angucken, was macht es und wie macht man es auch selber und aufs Handy stattdessen gucken, sondern ja auch noch anfangen reinzureden, Nadine, das hattest du, glaube ich, gell? Dass sie quasi wie beim Fußballspiel, wie der Trainer von außen reinwerfen, ja, Chantal, mach das Bein gerade. Richtig. Weißt du, das hatten wir auch noch, aber auch mit Trinkpause und die Eltern draußen vor dem Raum warten und das Trinken eben davor steht oder die Toilette vorne ist, da auch noch das Kind aufhalten oder noch bequatschen. Schnell eine Brezel reinschieben. Genau, noch das Essen anbieten, das ist das, was wir nicht wollen. Dass das Kind in der Trinkpause isst, weil das dauert zu lange, es ist zu krümelig. Meistens nehmen sie noch was mit auf die Tanzfläche. Das ist vor allem, wenn die dich verschlucken, jetzt mal rein, der Sicherheitsaspekt. Da denken die gar nicht dran. Ja, also es gibt so viele Situationen, die für uns eine Herausforderung darstellen. Oder ich rede ja nicht so gerne von Problemen, manche einer sagt das, es ist meine Aufgabe, die zu lösen ist. Wir wissen ja darum. Also wenn du eine Situation hast, liebe Zuhörer, Nadine und ich, wir haben auch immer mal wieder sowas, aber wir wissen darüber schon. Das heißt, kommuniziere das vorher. Die einzige Lösung tatsächlich ist, drüber vor das so zu lösen. Ich hatte gestern eine andere Situation, wo ich auch wieder gemerkt habe, du musst es vorwegnehmen. Du musst sagen, bevor die Probestunde startet, bitte, für euer Kind ist das jetzt super wichtig, guck nicht auf dein Handy, leg's weg. Und wenn es rauskommt an späteren Stunden, ne, oder wenn dann die späteren Stunden sind, weil es angemeldet ist, nochmal vorneweg und am besten jedes Mal vorneweg zu sagen, wenn die dann in der Halbzeit rauskommen und pullern, da bitte unterstützen, helfen, da könnt ihr dies und das und jenes tun, ich brauche eure Unterstützung, aber bitte nichts zu essen geben, wir essen danach, esst davor, weil es dies und das und jenes ist. Also einfach. Ja, das ist ja vor allen Dingen auch nur eine Stunde. Es ist eine Stunde am Tag und das wird die Kinder nicht umbringen, dann nicht zu essen. Ne? Also trinken ist immer wichtig. Positiv natürlich darüber zu reden, wir können uns jetzt ein bisschen negativ auslehnen, aber das Einzige, was wirklich hilft, ist da liebevoll, benennend, vorausnehmend thematisieren. Das ist das Einzige, was hilft. Egal, was ihr für Probleme habt, hört auf darüber, euch aufzuregen, was die Eltern machen oder nicht machen, sondern weil du es ja schon besser weißt, thematisiere es. Und ich glaube, das ist für uns Tanzlehrer eher der schwierige Punkt, weil sich darüber aufzureden, das ist einfach. Aber die Eier, ich sag mal, und wir Frauen haben auch Eierstücke, die Eier, die sagen, oh, ich kenne mein Thema, ich kenne mein Problem, ich kenne meine Eltern, das sind nämlich dann auf einem bestimmten Zeitraum dann immer wieder die gleichen. Ich werde das jetzt mal anders angehen, thematisiere das und ich verspreche dir, wir kommen nämlich schon zum Ende der Folge, ich verspreche dir, es wird deine Themen, deine Probleme schlagartig auflösen. Und wenn du da noch Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir oder Nadine, das ist gar kein Thema, komm zu uns in der Tanzschule vorbei, damit wir uns da nochmal drum kümmern, aber das ist das Einzige, was hilft. Und wenn du Eltern hast, die da ein bisschen resistenter sind, dann hilft nur das Einzelgespräch. Und wenn das nicht hilft, dann hilft nur, sich von diesen Eltern zu trennen. Ja, auch wenn es bedeutet, dass das Herz blutet, weil du dieses Kind weggehst, aber du musst auch immer gucken, dass du ja kein Sozialpädagoge bist und kein Familienpfleger oder Betreuer, sondern da muss man, wenn so ein extremer Fall ist, immer gucken, das ist die Grenze, das kann ich leisten, das kann ich nicht mehr leisten, dann verliert die Gruppe meine Aufmerksamkeit, dann macht es meine Arbeit schwerer. Das heißt, per se sind wir der Meinung, jeder kann ins Tanzen kommen, jeder hat von Natur aus die gleichen Bedingungen, auch wenn dir ein Bein fällt oder was auch immer. Jeder kann ins Tanzen kommen, es sei denn, du hast ein Lock-in-Syndrom und liegst auf deiner Fläche und kannst dich nie wieder bewegen. Das ist für mich immer so das Beispiel. Dann kann jeder ins Tanzen kommen. Aber wir haben unsere pädagogischen Grenzen und die sollen wir auch haben. Wir sind Tanzpädagogen. Das heißt, wir können nicht mit jedem zusammenarbeiten. Höre auf, darüber nachzudenken, dass es mit jedem funktionieren muss. Es ist nicht so. Und das ist etwas, was dich hoffentlich auch ein bisschen erleichtert, dass du dich auch vielleicht, wenn auf längere Frist mit einem Elternteil oder Eltern Probleme sind, dann dich davon zu trennen, zu sagen, ich glaube, es ist besser, wenn ihr euch eine andere Tanzschule sucht. Ich bin nicht die richtige Tanzlehrerin von euch.
weil ich dies und das da euch vielleicht auch nicht geben kann oder ihr sucht, glaube ich, etwas anderes. Ich würde es immer anders formulieren, was man da genau sagt, sage ich dir gerne, im Einzeltermin. Aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall oder wir dir da mitgeben können. Und ja, das ist das, sei mutig, steh zu deinen Möglichkeiten und Grenzen. Wenn du merkst, da könnte ich noch weiterkommen, bestimmten Themen, mach das unbedingt, damit du halt auch solche Themen vielleicht dauerfristig auch besser lösen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es geht gar nicht, dann ja, sei mutig, sei immer mutig. In diesem Sinne, ich verabschiede mich schon mal, teilt die Folge, besprecht die Folge, tragt uns noch mehr Themen heran. Und Nadine gibt euch noch einmal etwas weiter, was sie an Erfahrung gesammelt hat. Und dann hoffe ich, hören wir uns zu einer späteren Folge weiter. Macht's gut. Genau, also ich würde auch sagen, einfach kommuniziert miteinander, wie Heidemarie auch gesagt hat. Ich würde mich einfach nur dem anschließen. Und ja, seid für euer Kind da, wie in anderen Lebensbereichen auch. Und lasst uns unsere Arbeit machen. Wir lassen euch auch eure Arbeit machen. Wir sagen am Koch auch nicht, wie er zu kochen hat. Wir genießen das Essen einfach nur. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Tanzwoche. Und ja, wir freuen uns über eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.